Wir sind ja eine Gruppe aus München, um euch heute hier das Evangelium der Gnade Gottes zu predigen. Das Evangelium der Gnade Gottes sagt, dass der Glaube, alleine der Glaube an den Herrn Jesus Christus errettet. Das heißt, sie werden das ewige Leben haben, wenn sie umkehren, Buße tun von ihrer Sündenschuld und an das Blut glauben vom Herrn Jesus Christus, der für sie gestorben, begraben und am dritten Tage auferstanden ist. Amen. Ja, dieser Gott, der alles erschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare, dieser Gott ist vor 2022 Jahren hier in diese Welt gekommen, denn wir haben das Jahr 2022 nach Christus. Genau vor 2022 Jahren ist der Herr in diese Welt gekommen, um uns das Evangelium zu bringen. Die frohe Botschaft, auf das alleine der Glaube errettet, denn aus Gnaden seid ihr selig worden, durch den Glauben. Und dasselbige nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Amen. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und jeder, der an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht des Lebens. Und wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben und nicht mehr wandeln in Finsternis. Der Herr Jesus Christus wird sie frei machen. Er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Von was wird euch die Wahrheit frei machen? Von der Versklavung der Sündenschuld, der Sünde. Sie werden sagen, ja, welche Sünde denn? Und welches Leid ertrage ich? Ja, seien Sie doch ehrlich, Sie werden wissen, welches Leid Sie ertragen und welches Leid Sie haben. Beispielsweise können Sie leiden unter Alkoholsucht. Ja, kennen Sie das, wenn Sie in der Früh aufstehen und das allererste ist, an was Sie denken, wo kriege ich meinen ersten Schnaps und wo ist mein nächstes Versteck, damit ich meinen Alkohol verstecken kann vor der Familie und vor den Kollegen. Und wenn Sie dann in die Arbeit gehen, nehmen Sie ein Lutschbonbon, um Ihre Fahne zu übertönen. Oder leiden Sie vielleicht unter Drogen, unter einer Drogensucht. Ja, und Sie denken tagtäglich, wie kann ich mir den nächsten Schuss geben? Sie denken nur noch, wie können Sie dieses Gefühl unterdrücken, das dann schreit nach dem nächsten Schuss? Oder vielleicht ist es so, dass Sie spielsüchtig sind. Ja, dass Sie Ihr ganzes Geld, was Sie verdienen, in die Spielothek bringen und dort verprassen, in den Automat reinschmeißen. Und dann denken Sie sich, was habe ich getan? Denn mein Kühlschrank ist leer und meine Kinder haben nichts zu essen. Und Sie müssen zu Ihrem Freund gehen und ihn um Brot bitten für Ihre Kinder. Kennen Sie das vielleicht? Liebe Menschen, kennen Sie das wirklich? Oder liebe Menschen, sind Sie vielleicht in einer Familie aufgewachsen, wo Gewalt... Liebe Mitmenschen, liebe Bürger der Stadt Stuttgart, wir haben uns heute versammelt aus freiem Willen, um Ihnen das Evangelium zu verkündigen, die frohe Botschaft. Was ist die frohe Botschaft? Wer war Jesus Christus? Was hat er für uns getan? Ich kann es euch sagen, was er für uns getan hat. Jesus Christus hat sein Leben gegeben, damit jeder, der ihn glaubt, ewiges Leben umsonst bekommt. Keiner kann euch retten, außer einer, Gott. Seht ihr nicht, liebe Menschen, was hier passiert auf dieser Welt? Krieg, Hungersnot. Was muss noch alles passieren, dass ihr eure Augen endlich aufmacht und endlich an Gott glaubt? Was muss passieren? Öffnet eure Augen. Jesus Christus sagt in der Bibel, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Amen. Und wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Jesus Christus. Jesus Christus ist keine Märchenfigur, sondern Jesus Christus hat gelebt und ist für jeden Einzelnen von euch gestorben. Amen. Und hat sein Blut für euch gegeben. Wie wird man seine Sündenlast, wie kann man seine Sündenlast loswerden? Fangen wir mal so an. Jeder Mensch von uns ist ein Sünder. Und jeder Mensch von uns hat den Tod verdient. Weil keiner von uns ist gerecht. Jeder Mensch von uns ist ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Ihr seid Sünder. Aber bei mir, ich habe meine Sünde erkannt. Und ich bin ein geretteter Sünder. Ich habe mein Leben Jesus übergeben. Ihr könnt das auch tun. Jesus Christus sagt in der Bibel, kommt her, alle, die ihr mühselig seid. Ich möchte euch erquicken. Was bedeutet das? Jeder Mensch von uns ist ein Sünder. Ob es Hurerei ist, Alkoholsucht, Drogensucht, Spielsucht, Zorn, Hass, Neid, Zwietracht. Jeder Mensch von uns ist ein Sünder. Und jeder Mensch kann seine Sündenlast abgeben. Aber durch Werke kann kein Mensch gerecht werden.
Auch nicht, wenn man in die Kirche geht und Kerzen anzündet, wenn man 5 Mal am Tag betet, 10 Mal am Tag betet. Gott sieht das nicht. Aber Gott sieht eins, wenn man sein Leben Jesus Christus übergibt, wenn man auf die Knie geht, bekennt, dass man ein Sünder ist, dass Jesus Christus für einen am Kreuz gestorben ist, nach 3 Tagen auferstanden ist und sein Blut für einen gegeben hat, dann kann man vor Gott gerecht werden, weil man sein Leben Jesus Christus übergeben hat, weil man den Heiland angenommen hat. Jesus Christus nennt sich auch Heiland, Erlöser. Warum? Weil er sein Leben für uns gegeben hat. Er hat uns erlöst von den Sünden. Und wie hat er das getan? Indem er für uns gestorben ist und auferstanden ist. Jesus Christus ist ein lebendiger Gott. Amen. Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden. Seine Leiche wurde nicht gefunden. Er ist auferstanden nach 3 Tagen und hat gesagt, ich gebe euch ewiges Leben durch Glauben allein. Ihr müsst nur dran glauben. Die Bibel ist wahr. Die Bibel hat über 3000 Prophezeiungen und alles erfüllt sich. Schaut mal, was hier auf der Welt alles passiert. Was muss noch passieren, dass ihr eure Augen öffnet? Wacht auf, Stuttgart! Macht eure Augen auf! Und schaut, liest die Bibel! Menschen hier in Stuttgart, haben Sie schon mal an Gott gedacht? Oder denken Sie heute ans Einkaufen? Sie füllen Ihre Seelen mit Einkaufen, mit Gütern, mit materiellen Dingen. Und dann gehen Sie nach Hause. Und sind Sie dann erfüllt? Habt ihr mal nach Gott gefragt? Hier sehen Sie, Jesus Christus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wenn Sie eine Leere haben, Jesus wird Ihre Leere füllen, er wird Sie erquicken. Sehen Sie diesen Menschen hier? Das sind seine Sünden, er ist mit Sünden beladen. Wissen Sie noch, was Sünden sind? Lügen, auch Notlügen, Stehlen. Morden, eine andere Frau begehren, die verheiratet ist, nennt die Bibel Ehebruch. Nur schon in den Gedanken haben sie die Ehe gebrochen. Und das ist ein Mensch, der unvergebene Sünden hat. Er trägt sie schwer auf sich wie einen kleinen Rucksack. Jeder Mensch hat gesündigt, sagt die Bibel. Auch ich hier, der ich stehe. Ich bin ein erretteter Christ. Ich habe Jesus Christus als meinen persönlichen Heiland und Erlöser angenommen. Durch Glaube bin ich errettet worden. Und nicht aus den Werken. Was der Mensch versucht, ist aus eigenen Werken in den Himmel zu kommen. Aber Gott ist gerecht durch Glauben an den Herrn Jesus Christus. Er hat mit seinem Blut für ihre Sünden bezahlt, für alle Sünden, für allesamt. Und jeder, der das glaubt, wird selig. Er ist für sie gestorben, begraben, am 3. Tag auferstanden. So können sie ihre Sünden loswerden, die sie mit sich herumtragen. Sie denken vielleicht, ich brauche keinen Jesus. Ja nun, wo verbringen Sie die Ewigkeit, wenn Sie heute Nacht sterben? In der Himmel oder in der Hölle? Du sagst, es gibt keine Hölle. Die Bibel warnt über 80 Mal von der Hölle. Ich sage dir eins, Religion rettet dich nicht. Religion heißt, mit Werken könnt ihr in den Himmel kommen. Oder mit Werken könnt ihr gerecht werden. Ihr müsst eine kleine Leiter hocharbeiten. Aber Jesus Christus hat so viel Gnade. Er hat das Werk schon getan am Kreuz von Golgatha. Darum heißt es auch, sagt ihr, es ist vollbracht. Hört ihr, vollbracht. Ihr müsst nichts tun. Der Glaube rettet euch. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus rettet euch. Religion rettet nicht. Eure Sakramente oder euer Kirchengang am Sonntag rettet dich nicht. Oder Kindestaufe rettet dich nicht. Nur der Glaube an Jesus Christus rettet. Keiner von den großen Religionsführern ist jemals wieder auferstanden nach dem Tod. Alle sind sie gestorben, allesamt. Nur der Herr Jesus Christus ist auferstanden am 3. Tage. Wir haben heute 2022 nach Christus. Ob es euch passt oder nicht, ob es auf der Zeitung steht nach Christus oder nicht, das ist das größte Ereignis, das je in der Geschichte geschehen ist, dass Gottes Sohn für euch alle, für mich, allesamt gestorben ist. Auf dass jeder, der an ihn glaubt. Liebe Mitmenschen, ich rufe zu euch allesamt. Euer Herz macht auf. Der Herr hat euch ein Herz gegeben zu hören. Eure Ohren sind offen. Ihr geht auf diesem Wege, den ihr euch selbst gewählt habt. Ich lese euch mal vor, was geschah, wo Adam und Eva gesündigt haben. Das wird für euch sehr interessant. Denn ihr denkt, ihr macht das. Alles, was ihr tut an Sünde und Schuld,
die auf euch liegt, vor geschlossenen Fenstern, vor geschlossenen Gardinen. Gott sieht euch nicht. Alles wird wunderbar. Gott gibt's ja nicht. Er reagiert ja nicht. Wir schauen uns das an, ob Gott reagiert hat oder nicht. Nachdem Adam und Eva gesündigt haben, haben sie dies getan. Sie haben sich mit Feigenblättern bedeckt. Sie wollten sich bedecken. Sie haben schlussendlich gesagt, ich habe Falsches getan, ich habe gesündigt. Aber was hat Gott getan? Adam, wo bist du? Gott fragt nach dir, wo bist du? Gott fragt nach dir, wo bist du? Er kam in die Welt und kam für euch allesamt in die Welt und für mich und hat bezahlt mit seinem heiligen und kostbaren Blut. Ihr könnt darüber spotten und lachen, aber Gott kennt euer Herz. Gott sieht nicht auf euer Aussehen, er sieht auf euer Herz. Eure Sünden schreien zum Himmel hoch. Wer von euch kann sagen, ich bin gut genug für den Himmel? Jeder von euch hat mal gelogen und betrogen. Keiner von euch kann sich verstecken. Wie weit ist Gott entfernt? Nach Psalm 139, der Herr ist hinter dir, vor dir, oberhalb von dir. Er umgibt dich, er kennt dich, er hat dich erschaffen. Nur will er dich von deinen Sünden reinwaschen, euch allesamt wieder erretten. Keiner von euch ist gut genug für den Himmel, auch du nicht. Euch allesamt wurde schon mehrfach verkündigt. Ihr habt das Evangelium gehört. Ihr spottet darüber. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Denen, die glauben, ist das Gottes Kraft, heißt es. Für euch ist es eine Torheit, weil ihr selber nichts tun müsst, außer zum Herrn Jesus Christus zu kommen und ihm zu sagen, ich bin ein Sünder. Der Herr will von eurem Munde hören, was ihr im Herzen glaubt. Ich selber bin nicht gerecht, du bist gerecht, der die Sünde deine Gerechtigkeit gibt. Lasst euch versöhnen mit dem Herrn über alles. Es gibt einen wahrhaftigen, lebendigen Gott, der für euch in die Welt kam, ins Fleisch wie der Mensch, ist und kam ohne Sünde ans Kreuz, mit allen Sünden der Menschen der Welt, alle Zeit, hat alle Last der Sünde getragen. Nun ruft er jeden Einzelnen zu sich, nicht in die Kirche, keine Perlen zählen, keinen Jakobsweg laufen. Niemand kann irgendwas tun, außer wie ein kleines Kind zu. Liebe Mitmenschen, ich muss etwas sagen. Sie fragen sich bestimmt, warum wir hier auf der Straße sind. Wir sind hier auf der Straße, um Ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Die Menschen denken immer, sie wissen alles besser. Doch eine Sache weiß jeder, dass er ein Sünder ist. Jeder Mensch weiß ganz genau, dass er schon mal gelogen hat, dass er schon mal neidisch war, dass er schon mal jemanden beleidigt hat, jemanden beklaut hat, mit Lust jemanden angeschaut hat. Das weiß jeder Mensch. Und das sind nur 5 der 10 Gebote. Die Menschen denken immer, sie wissen alles besser. Doch ich sage Ihnen eine Sache, der Herr Jesus Christus ist der allmächtige Herr und Gott. Und er weiß die Dinge noch mal viel besser. Denn eins ist klar, liebe Menschen, mit Sündner werden sie niemals in den Himmel kommen. Die Menschen denken, sie sind alle gut. Doch niemand ist gut, denn Gott. Und sie können nicht in den Himmel gehen mit ihren Sündner. Sie brauchen jemanden, der sie reinwäscht von ihren Sündner. Und das können sie nur mit einem Fürsprecher. Und dieser Fürsprecher ist Jesus Christus. Sie können Gott nicht mit guten Werken und guten Taten bestechen. Sie brauchen jemanden, der Bürgschaft für sie hat. Sie brauchen jemanden, der für sie eintritt und ihnen die Sünde vergibt. Denn sie brauchen jemanden, der ihnen die Sünde vergibt. Überzeugen Sie mich. Ich überzeuge dich jetzt, Bruder. Hörst du zu? Hörst du zu? Der Jesus Christus ist für die Sünden gekommen, für die Sünden der Menschen, dass er am Kreuz stirbt. Für die Sünde, für deine Sünde, meine, ihm von allen, Bruder. Ja, weil ein Mensch kann nicht mit Sünde in den Himmel gehen. Du kannst Gott nicht bestechen mit guten Taten. Du brauchst jemanden, der deine Sünden vergibt, Bruder. Und deswegen ist Jesus Christus gekommen, damit er dir, mir, ihm, allen, damit er uns die Sünden vergibt. Durch seinen Sündentod am Kreuz, okay? Er hat sein Blut am Kreuz vergießen lassen, ne? Damit er dich, deine Sünden, meine Sünden, damit er uns reinwaschen kann von diesem Blut. Okay? Damit er mit seinem Blut uns reinwaschen kann von unseren Sündern. Sodass wir die Ewigkeit mit ihm im Himmel verbringen können. Und Gott verspricht uns in der Bibel, dass wenn wir Menschen auf die Knie gehen und dem Herrn Jesus Christus sagen, dass wir uns zu ihm bekehren wollen, unsere Sünden zu ihm bringen, unsere Sünden bekennen und akzeptieren,
dass er am Kreuze für unsere persönlichen Sünden gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tag auferstanden ist. Sein heiliges Blut für uns.